Was bedeutet die Eier? Wir erlegen keine Seele mehr auf, als die zu leisten vermag. Da wird Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von uns nicht mehr, als was wir aushalten können und was wir tun können. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von uns nicht, dass wir einen Berg von Punkt A zu Punkt B tragen. Oder zum Beispiel, Allah hat von uns nicht verlangt, dass wir den ganzen Tag Gebet verrichten oder das ganze Jahr fasten. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von uns etwas, was natürlich mit ein bisschen, sage ich jetzt, Bemühung zu tun hat. Aber das kann man noch aushalten und da kann man das praktizieren. Und das ist der Sinn in dieser Ayah. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Das wird, wir verlangen nicht von einer Seele oder von einer Person mehr, als was die Person machen kann. Zum Beispiel, eine Person hat keine Beine. Normalerweise im Gebet musst du stehen. Aber die Person hat keine Beine. Man kann ihm nicht sagen, trotzdem musst du stehen, aber ich habe keine Beine. Und das ist der Sinn hier. Das wird, wenn du etwas nicht machen kannst, nicht willst, kannst, dann wird das von dir nicht verlangt. Und dann bist du in diesem Zusammenhang entschuldigt. Und das ist der Sinn dieser Eier. Nicht hier, aber dass jemand sagt, ja, ich kann nicht beten. Wie kannst du nicht beten? Oder zum Beispiel, ich kann nicht fasten. Warum kannst du nicht fasten? Hier heißt das, ich will nicht. Aber wenn du wirklich krank bist, du kannst nicht stehen. Oder du bist krank, du kannst nicht fasten. Dann wird Allah von dir nicht mehr verlangen, als was du machen kannst. Das wird Allah wird von dir nicht verlangen, dass du fastest. Wallahu ta'ala ala wa'ala.